Ein was? Ein Fersensporn. Ich befreie Sie von der ärztlichen Schweigepflicht, ja? Ein Fersen, sind Sie sich sicher, was heißt das für mich? Das heißt für Sie, dass Sie wahrscheinlich bei einem Knicksenkfuß, wie man jetzt sieht, dass Sie eine Einlagenversorgung bräuchten. Sagen Sie das jetzt, weil es wahr ist oder weil es die Kasse will? Ich bin fest überzeugt davon. Aha. Ja, Herr Dr. Wertzinger, das ist mir ein 20er wert, ja. Danke, dass Sie da waren, ja. Herr Dr. Wertzinger, danke schön. Ja, ich glaube, da gehe ich noch mal richtig zum Spezialisten. Ja. Ja, aber interessant war das, weil man denkt immer, dass dann die Ärzte sich alle dumm und dämlich verdienen. Es gibt auch Ärzte, die jetzt wohl mehr haben, aber da blickt der Käse sau mehr durch. Ich glaube auch, die machen das so kompliziert, damit es überhaupt keiner mehr verstehen kann. Ja, Optimismus ist Pflicht. Was hat er gesagt, dass ich habe? Ein Sporn, Knick, Senkfuß. Optimismus ist Pflicht, aber es gibt ihn auch noch, jetzt tut's weh, wo er es gesagt hat. Ja. Es gibt auch noch freiwilligen Optimismus, Gott sei Dank, meine Damen und Herren. Zum Beispiel die Textilbranche ist optimistisch, die sagen, super, in den Krisenzeiten kaufen die Menschen erst recht schöne Kleider. Ja, also so nach dem Motto, wenn ich mir schon vor Angst in die Hose mache, dann soll es eine schöne Hose sein. Und auch die Möbelbranche jubelt. Ja, das kennt man, dass in Krisenzeiten neigt der Mensch zum Rückzug in die eichenen vier Wände, sofern er noch eichene vier Wände hat. Ja, also Cocooning, sagt der Experte, sich einpuppen, ja, sich so richtig einpuppen. Viele Menschen sagen die Welt, ich habe keine Macht mehr, ja, ich kann nichts mehr steuern, bleibe ich daheim, schikaniere die Familie. Aber immerhin reden auch, das ist das Positive an der Krise, die Menschen reden wieder mehr miteinander. Also das habe ich schon gemerkt. Jetzt so bei einer Nachbarschaft gibt es einen Bärli, die haben jahrelang nebeneinander hergelebt. Ja? Und jetzt in der Krise, bei beiden wackelt der Arbeitsplatz, haben sie wieder zueinander gefunden, haben gerettet, haben sich gefragt, wie wollen wir überhaupt leben? Haben sich dann auch sofort getrennt. Aber nein, die Krise hat auch wirklich durchaus positive Seiten. Wir müssen wirklich reden. Ich habe mich auch schon eingebuppt auf einem neuen Sofa für 3.000 Euro. Du, habe ich mit dem Bopper eingebuppt. Na? Habe nachgedacht, worauf kommt es denn an, habe ich überlegt. Und dann nach langer Erkenntnis, dann habe ich gemerkt, auf ein Sofa auch für 3.000 Euro jedenfalls nicht. Und habe es dann zurückgegeben. Also nachdenken ist vielleicht auch ganz schlecht für die Wirtschaft. Wir kommen zum nächsten Gast. Ja, es ist die große Hoffnung, nein, es ist ja die große Hoffnung der Formel 1. Die deutsche Hoffnung fährt allerdings für ein indisches Team. Begrüßen Sie bitte den Formel 1-Piloten Adrian Sudil. Herr Sudil. Also ich bin ja, auf Sie bin ich ja extrem stolz, dass ich Sie in die Sendung bekommen habe, ja. Also großartig, ne? Gerne. Herr Sudil. So, jetzt gibt es erstmal Bohle. Sie fahren für das kleinste Team der Formel 1 mit dem noch langsamsten Auto. Da ist Optimismus Pflicht, oder? Auf jeden Fall, doch. Ja, wie gesagt, noch. Es ist noch das kleinste Team. Ja. Aber wir stocken auch auf und wir dürfen optimistisch sein. Es geht doch wirklich mit großen Schritten vorwärts jetzt. Ja, ich drücke Ihnen wirklich die Daumen. Ja? Ein neuer Schuhmacher, aber diesmal sympathisch. Ne? Also, Nein, was heißt kleinstes Team? Sie haben wie viel zur Verfügung? Wie viel Geld pro Saison? Tja, das wird, also letztes Jahr waren es so um die 80 bis 100 Millionen Dollar. Sehr klein, aber... Es sind halt die großen Teams, die geben bis zu 500 Millionen Dollar aus. Aber Ihr Team liegt jetzt so bei 100 Millionen? Genau, ja. Wir stocken natürlich für dieses Jahr auch auf. Aber für wie lange dauert eine Saison? Für eine Saison. Die geht von März bis Oktober, November. Ja, also hören Sie mal, das ist ja fast ein Jahr, ne? 100 Millionen, das vernichtet die Bayerische Landesbank in 10 Sekunden, ja? Also, geht immer schneller, ne? Ja. Der eine sagt, dass das in der Formel 1 schon extrem ist, aber also die Kohle loswerden, das ist nie ein Problem. Ne? Ja, wobei die Formel 1 ja doch sehr, auch jetzt in der Krise auch ist, Honda ist ausgestiegen. Jetzt sind es nur noch wie viele Autos?
Ja, jetzt sind es nur noch 18. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eigentlich zwei Teams verloren. Ja. Mit Super Aguri, das war ein Ableger von Honda. Und jetzt Honda auch selber. Ist natürlich tragisch. Ich hoffe, dass das Team jetzt auch aufgekauft wird, wo dass wieder denn, die 20 Autos am Start sind. Wo liegt denn bei der Formel 1 die Schmerzgrenze? Bei wie vielen Autos? So 2, 3? Da wird es dann kritisch, oder? Naja, das kommt immer drauf an. Ich meine, in den Fernsehrechten, da müssen 20 Autos am Start gehen, sonst kriegt der große Chef Bernie Ecclestone natürlich Probleme. Ja. Also da wird man schon dafür sorgen, dass wirklich irgendwie doch Honda jetzt noch mitmacht. Also es sollten schon 20 Autos sein. Und Sie hoffen ja mal irgendwann in eines der großen Top-Teams, das ist auch ein blödes Wort in meiner Heimat, aber so heißt es halt, ne? In eines der großen Top-Teams aufzusteigen. Jetzt fahren Sie für Indien, für einen indischen Milliardär, der sich das leistet. Genau, der leistet sich das. Der hat sehr viel Leidenschaft zum Motorsport und ist früher auch Rennen gefahren und ist auch schon lange in der Formel 1 als Sponsor und hat jetzt in diesem letzten Jahr das Team übernommen. Und ein Jahr haben wir jetzt schon hinter uns. Und jetzt steigt er eigentlich so richtig ein. Interessant ist ja, dass Sie zwar das kleinste Team sind, aber mit den meisten Fans. Ne? Indien? Das kann man ja sagen. Ja. Ja. Ist da in Indien richtig Formel-1-Stimmung, so wie bei uns? Ja, es ist auf jeden Fall sehr groß jetzt da. Man sieht eigentlich an jeder Straße irgendwelche großen Banner. Sind Sie in Indien ein Megastar? Wahrscheinlich so allmählich. Ich meine, ich merke das noch nicht, aber wenn ich mal da bin, da sehe ich schon einige Sachen. Also, da bin ich auch überrascht. Aber es geht richtig vorwärts und es ist natürlich das Aushängeschild für Indien. Macht es letztlich nicht sogar ein wenig mehr Spaß, für so ein Team zu fahren und zu arbeiten, wo so losgeht, so Gründerzeit, Gründerphase? Macht schon auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil man sieht halt, wie das Team allmählich wächst und man kann auch wirklich da gut mitarbeiten. Es ist jetzt nicht so eingespielt wie jetzt die Riesenteams, wo man dann da hingeht und sagt, okay, das läuft so und so, sondern man kann da auch noch wirklich was anrichten. Das ist schön, immer was zu machen. So ein Formel-1-Motor muss bei Ihnen dann in so einem kleinen Team länger halten. Wie lange hält so ein Motor überhaupt? Das ist je nachdem. Also wir müssen jetzt dieses Jahr 3 Rennen durchhalten. Aha. Letztes Jahr mussten wir 2 Rennen durchhalten. Das sind letztes Jahr so, sagen wir mal, 1000 Kilometer gewesen. Ah ja. Was fahren Sie jetzt mit dem Mercedes-Motor, ne? Jetzt ist Mercedes drin, genau. Ja, 1000 Kilometer für Mercedes ist ja nicht schlecht, ne? Also nicht schlecht. Kost ja auch, ne? Und Mods Spritverbrauch, ich habe mal gelesen, 75 Liter auf 100. Ja, so ungefähr, genau. Haben Sie da so einen Thermometer? Nee, keine Nadel. Nee. Sie müssen nach Gefühl fahren. Ja, das habe ich nicht im Gefühl, das haben hoffentlich die Techniker im Gefühl. Also sonst bleibe ich irgendwann stehen ohne Benzin. Aber das wird eben alles auf die letzte Zahl ausgerechnet. Ja. Und dann wirklich, wenn man nur noch 2 Liter im Tank hat oder am besten noch weniger, dann fährt man in die Box und tankt nach. Hamilton ist einer Ihrer besten Freunde, ne? Aus der Kindheit schon? Ja, wir sind zusammen in der Formel 3 gefahren, da haben wir uns kennengelernt. In Japan, ne? Schon noch davor. Das war in der Formel 3 Euro-Serie. Ja. Und ist ein sehr netter Kerl gewesen damals, haben wir uns super verstanden und hat sich auch nicht großartig verändert. Haben Sie sich mit dem Michael Schumacher auch verstanden? Ja, ich habe ihn ja nur so ein bisschen kennengelernt. Das war ja mein erstes Jahr in der Formel 1 als Testfahrer. Da ist er eben, sein letztes Jahr hat er gehabt, aber wie ist der? Ist der locker drauf oder ist der so der? Ja, auf jeden Fall. Ja. Der lebt ja auch in der Schweiz. Sie leben ja auch in der Schweiz, ne? Ja, leben schon fast alle in der Schweiz. Bei ihm, beim Schumacher, lohnt sich steuerlich schon besser als bei Ihnen, aber das wird natürlich noch, ne? Ja, ich bin ja noch am Anfang, ne? Genau. Interessant ist halt, das macht sich auch so sympathisch, der Vater ist Uruguayer, ein Geigenspieler aus den Münchner Philharmonikern. Ja, genau. Die Mutter auch Musikerin, er selber begnadeter Pianist, sollte Pianist werden und dann mit 14